Hello, darkness, my old friend. I've come to talk to you again. Reden wir heute über die Bundestagswahl. Voller Elan und Begeisterung. Und spielen dabei einen echten Klassiker. Die Siedler 3. Habe ich früher mit meinem Cousin in seiner Garage hoch und runter gedaddelt. Wahnsinnsspiel. Ich persönlich muss sagen, habe danach auch kein anderes Siedler mehr gespielt. Deswegen kann ich die Teile danach nicht beurteilen. Aber der dritte war für mich so Krone der Schöpfung. Ja, und da es ein Aufbaustrategie ist, Spiel ist und wir ja, beim Thema Aufbau kann man ja auch über einen Neuaufbau der Linken sprechen. Deswegen dachte ich mir, es ist passend, dass wir über die Wahl reden. Ist auch ein Spiel, das ein bisschen langsamer ist und wir können uns ein bisschen unterhalten, wenn ihr wollt. Also wenn einer dieser unfassbar 19 Abonnenten auf unserem Twitch-Account jetzt dabei sein möchte und mitdiskutieren möchte, einfach in den Chat schreiben. Wenn ihr es auf YouTube seht, da haben wir deutlich mehr Abonnenten und erreichen noch mehr Leute. Dann ja, schreibt einfach in die Kommentare, was ihr zur Wahl meint oder was ihr zu den Sachen sagt, die ich sage, ob ihr zustimmt, ob ihr es nicht so seht, und lasst uns einfach freundlich ins Gespräch kommen. Und wir können anderer Meinung sein, aber ich würde sagen, immer höflich bleiben, das sollten wir hinkriegen. Ich werde jetzt mal so ungefähr, denke ich mal, eine Stunde spielen und dann machen wir einen Cut. Ein Spiel, das ein bisschen länger dauert in der Regel, und dann beim nächsten Mal beantworte ich die Fragen, die wir dann auf YouTube hatten. Oder beantwortet sie dort auch direkt. Das weiß ich noch nicht. Mal sehen. Ansonsten werde ich mir demnächst ein Mikrofon holen. Also richtig so mit hinstellen und sowas. Weil das einfach doch deutlich besser ist für den Ton. Ich habe auch für mich jetzt dann entschieden, ich mache das jetzt hier doch weiter. Ich weiß noch nicht in welcher Form und wie oft und wie regelmäßig. Aber auf jeden Fall so, dass sich so eine Anschaffung lohnt. Und ja, wenn ihr da Tipps habt, was man da am besten nimmt, dann auch das gerne in die Kommentare. Ich kenne mich mit so technischem Zeug, wie man sieht, nicht sonderlich gut aus. Und ja, bin da auf euch angewiesen. So, in dem Sinne, lasst uns loslegen. Die Siedler 3. Wir spielen ein Einzelspiel auf einer Zufallskarte. Die Zufallskarte machen wir super riesig. Zack. Kartentyp. Egal, Warenbestand, Vorgabe, keine Teams, jeder gegen jeden, und würde ich sagen, machen wir 6 Spieler inklusive uns und sind doch, ja, Anzahl Teams 6, genau, ja, 6 Spieler, jeder gegen jeden. Den Namen müssen wir natürlich noch ändern, das passt ja so jetzt gar nicht. Ich bin jetzt natürlich Genosse Holz, wie immer, wenn wir irgendwas für die Linken machen, Genosse Holz. So passt das. So, weiter. Jetzt können wir uns aussuchen, welches Volk wir spielen möchten. Und ja, das ist was, das würde man heutzutage wahrscheinlich auch nicht mehr unbedingt so machen. Da würde ich gerne kurz drüber reden. Da kann man sich aussuchen, ob man die Römer spielt. Eine Zivilisation, ein Volk, das hier durchaus auch gab und seinen gewissen Einfluss hatte auch hier in Europa. Ohne jetzt hier einen geschichtlichen Abriss zu machen. Dann kann man die Ägypter spielen, die es ja auch gab. Und ich weiß nicht, was die Entwickler damals gerissen hat, aber Flasherlace am Start. Freut mich. Ja, auf jeden Fall, die Ägypter gab es eben auch, wie man sagen kann. Und dann weiß ich nicht, was die Entwickler gerissen hat. Aber wahrscheinlich haben sie sich gedacht, oh, irgendwie, wir wollen ein bisschen was so aus Japan, aber irgendwie vielleicht auch irgendwas mit China, und vielleicht ist es ja auch für den Markt nicht so schlecht, wenn man da beides bedient und nimmt die Asiaten als Volk, so, was es ja nicht als eine Volk gibt. Ja, da gibt es ja wahnsinnige Unterschiede, so wie in Europa und überall. Heutzutage muss ich sagen, ist mir das mit dem Letzten irgendwie so aufgefallen, wo ich dachte, ja, das würdest du heute auch nicht mehr so machen. Aber damals war das noch so, und dem Ganzen noch ein bisschen die Kirsche aufzusetzen, so hat man dann eine Erweiterung gemacht und sich dann gedacht, ja, was fehlt irgendwie Frauen, dann nehmen wir jetzt noch die Amazonen. Ja, okay, so what? Ich spiele die sehr gerne. Alle Völker, am liebsten gebe ich gerne zu, die Römer, weil sie meiner Meinung nach am einfachsten sind. Aber wir spielen heute Zufall und gucken mal, was dabei rauskommt. So. Dann legen wir mal los.
Ich höre irgendwie gar nichts. Ich hoffe mal, ich habe vorhin den Sound umgestellt. Ich hoffe, das passt jetzt dann. Ah, geht doch. Ja, wie ihr hört, wir spielen die Römer. Sehr geil. Und bei den Römern ist es wie bei vielen. Wir fangen mal an mit Holzfällern. Förster. Ich erkläre gleich noch ein bisschen, falls jemand das Spiel tatsächlich nicht kennen sollte. Aber ja. Du musst Ressourcen abbauen. Bäume fällen, sie wieder aufforsten, und Steine. Habe ich doch gar nicht gemacht. Und jedes Volk braucht davon unterschiedlich viel. Also die Ägypter zum Beispiel brauchen unfassbar viel Steine, so weil sie Pyramiden gebaut haben. Und die Asiaten viel Holz und die Römer sind so ausgeglichen. Ja, und bei den Amazonen weiß ich es gar nicht, wie es da ist. Fläschele, wenn du eine Ahnung hast. Wie die da gestrickt waren, ob die auch ausgeglichen waren oder sowas, dann gerne Bescheid geben. Ja. Und das ist so der Anfang. Ja. Man muss so Gebäude bauen, also Holzfäller und so weiter. Und wenn man diese Grundinfrastruktur hat, diese Grundressourcen, dann baut man daraus wieder Wohnhäuser, wo mehr Siedler rauskommen, damit man mehr Arbeiter hat. Man muss später auf diesen Bergen hier Mineralien, also Rohstoffe suchen und dann kann man da Minen bauen. Aus den Minen kannst du dann wieder Sachen machen und so weiter, bis man eben auch Soldaten machen kann, um dann seine Gegner zu vernichten, wie sich das gehört. Deswegen gucken wir mal. Ja, und jetzt bauen die. Und das dauert ein bisschen. Und ich weiß nicht, warum ich das damals so geliebt habe, aber es ist echt ein super langsames Spiel. Zumindest so, wie ich es gespielt habe. Aber trotzdem, es hat mich unfassbar fasziniert. Und bis heute, also ich heute immer noch hin und wieder mal gerne Runde Siedler. Ich denke, ich habe meinen Cousin angehauen. Fläschele schreibt gerade. Kann auch nicht mehr so genau, wie es bei den Amazonen war mit der Ressourcenaufteilung. Sei es drum. Wie gesagt, ich habe meinen Cousin angesprochen, mit dem ich früher in der Garage immer saß und gezockt habe. Und er ist bereit. Er kann heute leider nicht, aber wir werden hier mal eine Siedlerrunde machen. Weiß nicht, ob gegeneinander oder miteinander. Wenn einer von euch sagt, der hat auch Bock drauf, einfach melden und dann kriegen wir das schon irgendwie hin. So, was auch wichtig wäre zu wissen, weil das Spiel so alt ist, ist es unfassbar schwer, den Sound dabei einzustellen. Du musst ständig aus dem Spiel raus und wieder rein, deswegen mache ich es jetzt nicht. Aber wenn der Ingame-Sound zu laut ist, würde ich ihn fürs nächste Mal wieder ein bisschen runterdrehen. Also, wenn er da dann noch was schreibt, dann sehr, sehr gerne. So. Hier kann man mal ein bisschen ranzoomen. Da sieht man ja die Grafik. Es ist der Wahnsinn. So, hier sieht er den Kerl hier. Der hackt den Baum um. Das dauert. Befreit ihn von den Ästen und dann hat er hier, sieht man es bei ihm, diesen Holzstamm. Und den bringt dann einer dieser Siedler zum Sägewerk, wenn das fertig ist, und die machen dann Bretter daraus, und aus den Brettern werden dann die Gebäude gebaut. So ist das. So. Diese roten Sachen hier außen rum, das ist unsere Grenze. Die lässt sich mit diesen Türmen hier erweitern. Und auch mit einer anderen Methode, die werden wir nachher noch einsetzen. Ja. Wollen wir mal sehen. Wenn der letzte Turm fällt, den man hat, oder der Gegner hat, dann hat er das Spiel verloren. So, wir machen das jetzt mal. Wir bauen mal Türme an jede Ecke. Um mal so ein bisschen erstmal unser Land zu erweitern. Und außerdem brauche ich nochmal einen zweiten Steinbruch. Ich hoffe, der kommt da. Naja. So, und dann wollen wir ein bisschen gucken. Wo sitzt er denn? Gehen wir mal hier runter mit einem. Fünf Gegner müssten irgendwo sitzen. Ja, das ist wirklich zufällig auf einer Zufallskarte. Ich hatte schon Spiele, da saßen quasi fünf Stück hier unten aufeinander und ich saß ganz alleine oben im Eck, was dann ein relativ einfaches Spiel war. Gab aber auch schon Spiele, da bin ich quasi so losgelaufen und habe gemerkt, um mich herum sind überall Grenzen, was das Ganze erheblich verkompliziert hat. So, aber im Moment scheinen wir zumindest hier einen schönen Berg zu haben und haben ein bisschen Platz. So,
während das alles gebaut wird, würde ich mal sagen, weil ich ja gesagt habe, wir machen noch ein bisschen, reden noch ein bisschen über die Wahl. Ich würde wahrscheinlich einfach mal so ein bisschen die Parteien durchgehen und ein bisschen was dazu sagen. So einfach meine Meinung. Ist nicht jetzt die Meinung von der Linken, ja, also da würde ich mich nicht anmaßen, für zu sprechen, das ist einfach meine Meinung. Dem her würde ich mal ansagen, vielleicht fangen wir direkt. Oh, da ist einer. Da ist einer. Muss jetzt ein bisschen aufpassen. Ein Asiate. Gut. Renn weg. So. Ja, fangen wir mal mit der CDU an, oder? Weiß nicht. Das Wahlergebnis war am Ende natürlich eine Katastrophe für die CDU. Aber für mich kam es jetzt nicht unerwartet. Also ich war jetzt nicht so total überrascht. War eher, wenn dann überrascht, dass es tatsächlich so schlecht geblieben ist und nicht die Leute am Ende sich dann noch gedacht haben, nee, wir müssen die jetzt doch wieder wählen. Von dem her, ja, kann am Ende nicht mal sagen, ob man da Laschet so viel zuschieben muss. Ich meine, klar, der hat viele Fettnäpfchen, also er hat kein Fettnäpfchen ausgelassen, sagen wir es mal so. Aber ich glaube, bei der Partei war es einfach, es war soweit. Die mussten jetzt mal abgestraft werden und ja, deswegen, also da glaube ich, brauche ich gar nicht so viel zu sagen, die CDU. Ich weiß gar nicht, wenn ihr jetzt mal für euch selber nachdenkt, gibt es eigentlich noch ein Thema, bei dem man, oder drei Themen, bei denen man sagen könnte, ja, also deswegen muss ich die CDU wählen? Tempolimit? Ich meine, ja, daraus kann man dann natürlich, das ist auch für manche Leute wichtig, okay, aber kann man damit dann wirklich eine Partei sein, die quasi in Anspruch hat, Volkspartei zu sein? Ich glaube, das wird schwierig. Ja, also die CDU wird jetzt, wenn es auch alle, so sieht es zumindest aus, dann in die Opposition gehen und ich glaube, das tut ja ganz gut. Die werden sich ordentlich streiten auch. Und mal sehen, was dann am Ende dabei rauskommt. Ob sie tatsächlich vielleicht einen Kurs einschlagen, der mehr in die AfD-Richtung geht oder ob sie sich vielleicht sozialer aufstellen, das kann ich mir nicht vorstellen, oder ob sie, ja, in welche Richtung sie am Ende gehen. Ich kann es bei der CDU schwer, ganz, ganz schwer vorhersagen, weil ich, ja, weil die einfach auch ein Problem haben mit Ost-West, ne? Also hast du eben diese Ostverbände, die dann teilweise eben doch sehr dafür sprechen, mit der AfD zu kooperieren, während du das im Westen eher wenig hast oder gar nicht. Das wird eine Frage sein, da werden die sich ganz schön aufreiben und es wird interessant. Das wird echt interessant, wo das hingeht. Aber ich glaube, damit kann man es auch lassen. Also die CDU hat wirklich ein richtig beschissenes Wahlergebnis bekommen und ich glaube, es war, wenn man alles sich anguckt, auch verdient. Vielleicht noch ein Satz dazu, weil man ja immer so sagt, ja, und auch die CDU so von wegen, ja, man darf nicht mit Ideologie und sowas. Ideologie ist ja was ganz Schlechtes. Ich glaube, das ist das, was der CDU fehlt. Die CDU braucht mehr Ideologie oder muss sich an ihre eigene Ideologie halten. Was meine ich damit? Wenn man bei unserer eigenen Partei guckt, die Linke zum Beispiel, ne, die gibt es ja jetzt auch nicht einfach so, sondern die gab es, weil die SPD was gemacht hat, bei der man gesagt hat, das hätten wir jetzt nicht erwartet mit beispielsweise Hartz IV. Was so gegen, und nicht nur das einführen, sondern das einfach auch dann beibehalten und nicht ändern. Und die CDU hat ja Ähnliches gemacht mit beispielsweise Atomausstieg, Abschaffung der Wehrpflicht, wo sie einfach so einen gewissen Teil ihrer Wählerschaft echt richtig verprellt hat. Ich sage nicht mal, dass es falsch war. Also ich persönlich, ist kein Geheimnis, brauche jetzt den Atomstrom nicht, wenn man die Energiewende richtig macht und nicht so falsch wie wir es in Deutschland gemacht haben. Halt auch für vernünftig, weil man, wie gesagt, den Müll einfach nicht weiß, wohin damit. Aber mich muss die CDU ja auch nicht überzeugen. Ich bin kein CDU-Wähler und keiner, der zu dem Klientel gehört, dass die überzeugen könnten. Aber die Leute, die sie hatten, die haben es eben massiv damit verloren, mit solchen Sachen. Und das ist dann das, was allgemein als Linksschwenk bezeichnet wird, auch wenn es natürlich, naja, nicht wirklich stimmt. Aber gut. Ich denke, das ist was. Ja, die CDU muss sich darauf besinnen. Was sind eigentlich ihre Wurzeln? Was ist das, was sie vertreten will? Welche Leute will sie vertreten?
Und was sind so, ja, wirkliche, konkrete politische Ziele, glaube ich. Das müssten die mal machen und mit sich ausdiskutieren. Und wenn es jetzt so läuft, wie es aussieht, haben sie dafür 4 Jahre Zeit und mal gucken, was am Ende rauskommt. Oder ob sich da dann vielleicht auch was Neues gründet. Wow, jetzt haben wir hier schon wieder einen entdeckt. Okay. Gut, ich schicke mal alle wieder zurück. So, jetzt habe ich gesehen, Flaschern hat geschrieben, check ich gleich. Kurze Info, also ich reiße diese ganzen Wachtürme immer ab, weil es so leichter fällt, wenn man nur einen hat, den auch zu verteidigen, weil man seine Truppen nicht so aufsplitten muss. Wenn der Turm aber fällt, dann ist das Spiel halt vorbei. Was ist hier los? Oh nein, 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 nein. Lauf weg. Um Gottes Willen, wo ist der denn jetzt hingelaufen? Scheiße. Lauf, nein, nein. Oh, der Trottel. Ja, das ist was, das ist super schwer bei Siedler, die Einheiten zu kontrollieren. Okay, den habe ich verloren. Holy shit. Den habe ich verloren. Oder? Na, wir werden sehen. So, okay, ich sehe schon. Ich werde hier oben jetzt trotzdem noch einen Turm brauchen. So, einfach mal erweitern. So, das Haus ist fertig aus diesem Wohnhaus. Gibt kleine, mittlere und große, kommen dann unterschiedlich viele Siedler. Das kann man immer erstmal gebrauchen. Und jetzt machen wir Geologen. 5 Stück und schicken die mal auf den Berg und dann sollen die da mal suchen. So. Die CDU hat sich abgeschafft, indem sie die Konservativen verprellt haben. Es gibt ein Vakuum zwischen Mitte und Rechtsaußen. Ja, das ist doch genau das, was ich gerade gesagt habe eigentlich. Dass die CDU irgendwie, weil es gerade opportun war und irgendwelche Umfragen gesagt haben, dass die Mehrheit der Bevölkerung das wollte. Und die Mehrheit der Bevölkerung wollte das ja auch. Also die Wehrpflicht abschaffen zum Beispiel. Aber die Mehrheit der Bevölkerung will auch eine Vermögensabgabe und hat dann Parteien gewählt, die jetzt die Vermögensabgabe vielleicht im Partei, also im Wahlprogramm haben, aber sie nicht unbedingt umsetzen. Er hat überlebt! Was für ein Held! Na, also von dem her, ja, ich glaube, dass das kann schon treffen. Ja. Die CDU hat Entscheidungen getroffen gegen, die ideologisch nicht zu ihr gepasst haben. Das muss man, glaube ich, einfach so sagen. Also das zum Thema Ideologie. So, dann sucht mal. Boah, okay, wenn man die Kartenansicht ändert, jetzt weiß ich auch, was passiert ist. Hier sind 2 Gegner, ein Oranger und ein Gelber. Und die sind beide hier oben. Das ist nicht gut. Gut, den Turm brauche ich nicht. Der wird abgerissen, sobald der hier drin ist. Hier unten ist kein Gegner bis jetzt. Das heißt, ja, ich brauche den Turm hier. Den kann ich wegmachen. Ja. Das sowieso nicht, um auf dieses Ideologie-Ding zurückzukommen, was daran eigentlich so schlecht ist. Also, ich wähle ja Parteien, also einerseits natürlich, klar, so Wahlprogramme, ich find das total wichtig. Auch, dass man sich dann auch einigermaßen dran hält, ne? Und nicht eben komplett anderes macht, als man dann vorher versprochen hat. Aber es geht ja auch ein bisschen darum, in so 4 Jahren macht man ja nicht nur das, was man im Wahlprogramm festgeschrieben hat, sondern man macht ja auch, man muss ja auch auf Sachen reagieren, auf irgendwelche Krisen oder sowas. Und wenn man da in diesen Krisen dann, wie die Wirtschaftskrise damals bei der SPD, mit einem größten Niedriglohnsektor in Europa reagiert, als sozialdemokratische Partei, oder eben mit Hartz IV, und das dann eben auch wirklich in der Form durchzieht, wo Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, dann erstmal Haus und Hof verkaufen mussten und Lebensversicherung auflösen, um dann ihr Leben mit Sozialhilfe zu verbringen, dann ist das was, das schädigt dich eben. Und dann ist die SPD eben jetzt stärkste Kraft mit, was waren es, 25%, ist trotzdem ein Witz. Also im Vergleich zu anderen Wahlen ist es ein Witz, mit 25% stärkste Kraft zu werden. Na, aber das sind dann so die Effekte. Ja, und deswegen, wie gesagt, ich glaube, die CDU müsste sich wieder herausfinden, was ihre Klientel sind oder ist. So, hier unten auch noch, zack. Okay, ich mache eine zweite Holzproduktion erstmal. Ist ein bisschen riskant. Eigentlich sollte man jetzt erstmal so Rohstoffe abbauen und vielleicht so im ersten Schwung Soldaten machen, aber ich
glaube, es geht alles am Ende dann schneller, wenn wir. Oh fuck, wo setze ich den hin? Hier. Wenn wir schneller diese Grundrohstoffe, nennen wir es mal so, haben. Ja. Gut, was haben wir hier? Das hier, das ist Eisen, allerdings sehr wenig. Gold ist nicht schlecht, das erhöht am Ende die Kampfkraft, wenn man hier drauf drückt. Oh, das hier ist übrigens ein gegnerischer Geologe, den könnte ich jetzt umbringen. Aber soll er doch ruhig für mich suchen, kein Problem. Ja, Kampfkraft 29%, das heißt, wenn ich außerhalb meiner Grenze kämpfe, habe ich 29% Kampfkraft. Das ist mies. Ja, kann man mit Gold, und wenn man das dann einschmelzt, zu Goldbarren machen, dann erhöhen. Wichtig sind vor allem eigentlich Eisen. Viele Fleckchen bedeuten, hier ist ein guter Platz für eine Mine. Also hier oder hier Kohle. Daraus lassen sich dann Werkzeuge und Waffen machen. Diese Minen brauchen allerdings auch was zu futtern. Und ja, da gibt es verschiedene Nahrungsmittel, die man machen kann. Das zeige ich euch dann später, falls ihr das Spiel nicht kennt. Und wenn ihr es kennt, dann wisst ihr ja, was ich machen muss. So. Also ich werde jetzt die zweite Holzproduktion machen. Und dann, glaube ich, ein großes Wohnhaus. Einfach um mal die Siedler zu haben. Und dann werde ich Pioniere machen. Pioniere sind Siedler, so Spezialsiedler wie die Geologen. Nur dass man die Geologen bleiben Geologen, während man die Pioniere wieder zurückwandeln kann. Und die können die Grenze verschieben, ohne dass man dafür diese Türme bauen muss. Und mit denen werde ich dann hier hinten überall mal das Land einnehmen, weil offensichtlich scheinen hier keine Gegner zu sein. Also von den fünf haben wir die beiden und hinten diesen blauen entdeckt. Also zwei noch nicht. Die werden dann irgendwo hier in diesem schwarzen sein, wie ihr oben seht. Mal sehen. So, wie sieht es hier aus? Der ist schon fertig. Der muss noch auch. Passt doch. Ah ja, hier kann man sogar schon sehen, das ist Schinken. Das heißt, wir können nachher eine Schweinezucht machen und eben einen Metzger. Die Eisenminen sind die das am liebsten essen. Da kann man dann natürlich auch noch spezialisieren. Also kann man, je nachdem, was die am liebsten essen, sind die dann effektiver, wenn sie das Essen bekommen. Hier gibt es Brote, das heißt, du musst Getreide anbauen, Mühlen bauen und Bäckereien, sowie an so Flüssen, so Wasserwerke, damit man auch Wasser bekommt. Und hier unten sieht man es ganz leicht noch hier Fische. Während Brote noch für Kohle ist, sind Fische für Goldminen. So. Fische an Seen oder am Meer. Weiß nicht, ob dieses kleine Tümpelchen hier ausreicht. Das werden wir noch sehen. So, der gelbe ist hier nochmal größer geworden. Das gefällt mir gar nicht, aber ist nun mal so. Wäre vielleicht ein Kandidat, um ihn relativ zügig platt zu machen? Muss man sehen. Habt ihr eigentlich schon Minen gebaut oder sowas? Nein, oder? Habe ich nicht. Doch, der hat natürlich schon Mine. Oh, okay. Das ist nicht gut. Vielleicht wird das ein recht zügiges Spiel doch. Muss ich mal gucken. Muss ich mal gucken. Ist schon wieder ein Weilchen her, dass ich gespielt habe. Und dazu noch irgendwelche Geschichten über Politik erzähle und sonst irgendwelche Spiel erkläre. Das ist schon nochmal was anderes. Ja, sieht gut aus. Hier Eisen. Hier Kohle. Ja, Gold ist nett. Zwei Minen, schön. Aber ich brauche eigentlich noch mehr Eisen. Naja, gut. Solange ich nichts zu fressen habe, reicht auch eine Mine. So, der, was? Ja, also egal, also wenn man mal jetzt nochmal, drück mal kurz auf Holzfäller. Hier, umso heller der Punkt, also so grün ist das Beste, umso ebener ist der Untergrund. Das hier, diese Dinger sind am schlimmsten. Und umso schneller wird der Boden planiert von diesem Kern mit der Schaufel. Wo sind die? Warum machen die nichts? Okay. Keine Ahnung. Ja, wird schon noch was passieren. Ja.
das macht mich jetzt fertig. Wo sind die? Kann ich die Kamera drehen? Nee, oder? Das Ding ist, die haben das Ding zu 98% planiert und sind dann einfach abgehauen? Kann mich doch verarschen, oder? Das ist nicht euer Ernst. Wo sind die? Da läuft irgendeiner rum, planlos. Der hat einen Hammer, ne? Da! Da sind die mit der Schaufel! Warum macht ihr nichts? Die wollen mich verarschen. Oh, holy shit. Gut. Dann. Wo ist denn das Sägewerk? Das ist auch schon durch. Okay, pass auf. Dann baue ich jetzt einfach mal ein großes Wohnhaus und hoffe, dass wenn sie da rüber gelaufen sind, dass sie dann auf die andere Seite zurücklaufen. Oh Mann. Das ist klassisches Siedler 3. Deine Siedler machen irgendeinen Bullshit und du musst rauskriegen, woran es liegt. Hier sind ja auch welche. Ey. Ja gut, okay. Oh, die machen mich fertig. Ja, eigentlich passt das. Also die gehen los und liefern die Materialien hin, die planieren, alles wunderbar. Warum macht ihr das hier nicht? Gut, im Notfall muss ich das Gebäude wieder abreißen und einfach woanders hinsetzen. Nicht gut. Ah, oh, das läuft überhaupt nicht. Mist. Überhaupt nicht. Ja, danke. So. Die bauen jetzt, das heißt, das ist fertig planiert. Könntet ihr dann vielleicht diese 2% noch machen, ihr Pfeifen? So ungefähr saß ich auch am Wahlabend vorm Fernseher, als es hieß, die Linke ist bei 4,9. Könnt ihr nicht die 0,1% noch machen? Ah, Mann, ey, Geigenhumor. Ja, gut, dann reißen wir das Ding jetzt ab. Oder? Also mir fällt nichts anderes ein, ich brauche diesen Förster. Ach, scheiß drauf. Okay, wenn nicht, dann mache ich das mal so. Dann soll der ein bisschen laufen und hier oben mal abholzen. Ja, der kann hier weitermachen. Also das ist, kann den Arbeitsbereich festlegen, falls man nur an einer Stelle abholzen möchte oder sowas, oder wenn es an einer Stelle kein Holz mehr gibt. Was ganz geschickt ist. Vielleicht, mal sehen, wenn das Ding hier fertig ist, vielleicht lässt sich dann mit den Pionieren irgendwie das Land erweitern und das hier noch retten. Ja. Verrückt. Gut, lasst uns einfach mal. Das ist jetzt das Wichtigste. Wir können aber schon mal hier die Minen platzieren. Dafür würde ich den hier mal nochmal hier hinschicken. Der hier, der hier, der hier und du hier unten. So, eine Eisenmine scheint mir relativ sinnig. Hier, diese drei Klumpen bedeuten besonders viel. Das heißt, wir werden Eisenerz hier abbauen. Sehr schön. Und Kohleminen. Hier oben. Und hier unten. Und ja,
komm, was soll's. Nee, vergiss es doch nicht. Da wir nur das hier an Eisen noch haben, mache ich doch lieber nochmal Eisen hin. Ja, hier unten ist auch noch, aber. Pff. Ja, ist nicht so gut gerade. Ah, hier noch. Komm. Das sieht doch noch gut aus. Hier nochmal eine Kohlemine. So. Gold. So. Nee. Lass mal. Ja, ein bisschen planlos gerade. Mal hier unten Gold hin. Und hier auch noch. Sehr gut. Guter Standard für eine Kohlemine. Ja, dann nehmen wir doch. So, 4 Kohleminen, 2 Eisenerz, 2 Goldminen, das reicht dann auch erstmal. Ey, das mit dem Förster macht mich fertig, das gibt's einfach nicht. Ey. Die steht direkt daneben. Kann man das sehen, wenn ich da so drüber gehe? Hier die beiden? Ja, ne? Das macht mich wahnsinnig. So, dem fehlen 6 Steine. Hier unten sind 6 Steine. Müsste man halt abholen. Ja gut, ich habe zu wenig Siedler wahrscheinlich. Träger. So, das sind alles so Feinheiten, Leute. Ich werde es nicht erklären. Das Spiel ist 100 Jahre alt. Wenn es euch wirklich interessiert oder so, wie das genau funktioniert, dann könnt ihr gerne auf YouTube in die Kommentare schreiben oder dann hier im Chat. Beantworte ich dann gerne oder gehe beim nächsten Mal mehr drauf ein. Aber wenn ich jetzt jeden kleines Ding erkläre, dann weiß ich auch nicht. Dann wird es zu stressig und es ist für mich schon ein bisschen spät. Okay, hier oben ist nochmal Eisen, hier ist nochmal Kohle, das ist nicht schlecht. Das hier sind Edelsteine, damit können die Römer nichts anfangen. Andere Völker können was damit anfangen, die Ägypter hauptsächlich, aber ich glaube auch die Amazonen. So. Ey. So, jetzt wird das große Wohnhaus fertig. Das heißt, hier kommen gleich ohne Ende Leute raus. Das ist super. Können dann anfangen, das Zeug wegzuschleppen. So. Das ist eine Eisenschmelze. Die macht aus Kohle und Eisenerz dann diese Eisenbarren, aus denen wir dann die Werkzeuge machen können. Das gleiche ist dann mit Gold, die macht eben aus Kohle und Gold dann Goldbarren, um die Kampfkraft zu erhöhen. Und das ist eine Werkzeugschmiede, die macht Surprise Werkzeuge. Packe ich mal hier unten hin. So. Und dann haben wir jetzt erstmal genug Gebäude gebaut und ja, können dann mal warten, bis das Ganze fertig ist. Guter Standard für eine Eisenerzmine. Könnte ich da denn theoretisch eine hinmachen? Ja. Könnte ich hier theoretisch noch eine Kohlemine hinmachen? Ja. Ach, ich bin ja geneigt, einfach drauf loszubauen. Ach komm, was soll's. Was soll's? Und nichts zum Essen, aber erstmal 100.000 Minen. So muss das sein. So, jetzt scheiß drauf, ich will diesen Förster da hinkriegen. Pioniere, gib mir Pioniere. So, und die schickt man jetzt hier hin. Und die sollen dort die Grenze verschieben. Mal gleich angucken, was ist das denn? Ist das blaue hier auf der Karte nochmal? Könnte sein, oder? Ist der schon so groß oder ist das, nee, das ist eine grünliche Farbe, oder? Ach, keine Ahnung. Es ist weit weg. Weit genug, hoffentlich erstmal. Also an Holz mangelt es nicht. Stein liegt hier rum. Die auch, die holen das steinig Ding ab.
So. Könntet ihr jetzt bitte? Ah, jetzt laufen sie weg. Ich habe den Bau gestoppt, jetzt laufen sie weg. Gut, wenn ich jetzt das Ding wieder anmache, vielleicht laufen sie ja dann wieder zurück. Nee. Oh, die mache ich fertig. Gut. Sei es drum. Mehr Pioniere. Ich möchte irgendwie zum Meer rüberkommen, um dann zu schauen, ob ich nicht irgendwie mal Fisch kriege. Das würde helfen. Scheiß drauf, erstmal bauen. Einfach bauen. Okay, also die werden jetzt hier die Grenze erweitern. In die Richtung ist das, glaube ich, gar nicht so sinnvoll. Deshalb können die eigentlich das hier machen. An dem Berg, damit wir noch ein bisschen mehr gucken können, was es hier so gibt. Das Ding ist nämlich, wenn man die Grenze so erweitert mit dieser Methode, ohne die Türme, dann reicht ein Turm vom Gegner, um die Grenze quasi einzudrücken, und dann verliert man sein Land wieder und Gebäude, die dort stehen, die dann quasi hinter die Grenze fallen, die explodieren. Und deswegen macht es nur Sinn, das quasi in irgendeinem Hinterland zu machen, wo kein Gegner ist. Ich brauche vor allem auch mehr freie Fläche, um diese Getreidefarmen und sowas zu bauen dann. Steinbruch könnte ich hier unten auch noch mal gebrauchen. Ja, komm. Bau mal. So. Eisenerz. Wie man sieht, wurde das Fleisch hier hingelegt und er hat schon ein bisschen was gefunden. Genauso wie bei der Kohlemine. Und jetzt, ja. Müssen dann die verarbeiten, dann die Sachen fertig werden. Die Eisenschmelze zum Beispiel ist materialmäßig fertig. Ist nur keiner da, der das baut. Warum auch immer, die jetzt da schon wieder nicht hinlaufen. Boah, macht mich das wahnsinnig, wenn die Siedler nicht machen, was sie sollen. Wenn das alles mit diesem Ding hier zu tun hat, dreh ich durch. Ey, tatsächlich. Tatsächlich! Das hier bedeutet höchste Priorität, und wenn man das... Jetzt habe ich das weggemacht und jetzt rennen alle wieder woanders hin und fangen an zu arbeiten. Ey, der Dinger ist verflucht. So, den reiße ich jetzt ab. Und baue einen neuen. Das gibt's doch nicht. So, So.
Es läuft nicht. Es läuft überhaupt nicht. Für die, ich habe gesehen, so ein paar Leute noch dazugekommen oder ein paar Leute, ist noch jemand dazugekommen. Ich hatte hier ein Förster gebaut und dann haben die bis zu 98% das Gebiet planiert und haben einfach bei 2% aufgehört, die noch gefehlt haben. Und es war nicht zu machen, dass sie da wieder angefangen zu arbeiten. Also habe ich ihn abgerissen und hier neu platziert. Siedler 3. Es ist der eigene Zauber. Die machen einfach, was sie wollen. Richtige Anarchisten. Mehr kann man dazu nicht sagen. So, das reicht jetzt bergtechnisch erstmal. Gib mir mal die Leute hier wieder. So, bitte mal hier weitermachen. Ja, da fehlt jetzt eine Spitzhacke. Das ist jetzt, wenn die Werkzeugdinge hier noch nicht fertig ist. Ja. Ich sag ja, das könnte ein ganz kurzes Spiel werden, wenn es dumm läuft. Der orangene Gegner ist schon hier, der gelbe auch. Also, ja. Hier haben wir jetzt schon die Grenze aneinander. Okay, das wird nicht. Aber hier kommen wir endlich ans Meer, wenn ich das richtig sehe. Und können dann vielleicht mal mit dem Fischer anfangen, dass man so ein bisschen was geht. Nahrungsmäßig. Ah, das will ich sehen. Wundervoll. So viel Rohstoffe. Es müssten nur noch die. Ah, die Eisenschmelze ist fertig. Geil. Ja, wenn man dann irgendwann die ganzen Minen auch versorgen kann, sollte man auch mehr Eisenschmelzen bauen und so weiter. Jetzt erstmal reicht, glaube ich, eine. Ach, ich kann einfach nicht aufhören zu bauen. Herrlich. So. Sehr schön. Ja, ich habe gesagt, wir reden noch über die Wahlen. Über die CDU haben wir vorhin gesprochen, was da meiner Meinung nach ein bisschen schief lief. Während jetzt hier so nach und nach die Minen hochgezogen werden und hoffentlich die Werkzeugschmiede dann genug Spitzhacken herstellt. Kommen wir ein bisschen höher hier. Könnten wir uns ja mit dem Sieger der Wahl mal ein bisschen beschäftigen, was er da dazu meint, nämlich die SPD. Also, ich habe ja vorhin schon gesagt, mit was hatten sie jetzt 25%, ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, vor Wahnsinnsergebnis. Aber, das muss man schon festhalten, wenn man überlegt, von wo die herkamen, die standen ja, glaube ich, mal bei was, 14 oder so in den Umfragen, ist das schon eine Wahnsinnsaufholjagd und ich frage mich immer noch so ein bisschen, wie das passieren konnte. Weil also der Kandidat war ja irgendwie bieder. Überhaupt nicht, dass er einen mitreißen kann oder sowas. Und ich dachte, wenn Leute eine Veränderung wollen, wollen sie eigentlich auch einen Kandidaten, der so ein bisschen dafür steht. Und der war ja, ich meine, mehr Regierungen über die breite Glatze geschrieben als Olaf Scholz, das geht ja eigentlich gar nicht. Also ich war überrascht. Ich kann es mir immer noch so nicht so ganz erklären. Aber gut. So war es jetzt halt. Ich kann es echt nicht, also es macht mich fertig. Wenn ich überlege, dass der Kerl einfach, wir hatten es in unserem React-Video zu Rezo auch schon, wenn ich überlege, dass der eben, was der das verbockt hat und was er für Erinnerungslücken dann immer hat und sowas. Und dass der jetzt dann, ja. Der Kerl für den Aufbruch ist das, ja, es ist für mich komplett unverständlich, aber gut, sei es drum. Interessant ist jetzt zu sehen, welche Wahlversprechen als erstes fallen. Weil, ja, also alles, was die SPD und auch die Grünen sich ja so ausgedacht haben, mit der FDP ja nicht zusammen geht. Deswegen bin ich mal gespannt, bei was sie hart bleiben und bei was nicht. Aber ansonsten, ich weiß nicht. SPD, wie gesagt, man muss schon Anerkennung zollen, dass sie da so nochmal zurückgekommen sind, dass sie so aufgeholt haben. Aber ansonsten, ich weiß nicht, ob es aus eigener Stärke war oder weil die anderen einfach so mies waren. Ne? Also, ja, wenn euch was zur SPD einfällt, warum ihr glaubt, dass die so stark waren, dann schreibt es mir gerne bei YouTube oder wenn ihr es bei YouTube seht oder jetzt hier in den Chat. Silber Flasherle hat schon geschrieben. Scholz hat die Merkel gemacht, einfach mal nichts sagen und aussitzen. Das kam bei einigen halt einfach an, unverständlicherweise.
Ja, das ist schon verrückt, oder? Dass die Partei, die nicht den Kanzler, also die Kanzlerin gestellt hat, mit dem Kanzlerbonus aber dann besser umgehen konnte als die Partei, der die Kanzlerin eigentlich angehört hat. Ja. Aber spricht das nicht, ist es nicht irgendwie ganz verrückt so, auch für uns als Wähler, wenn wir dann quasi so, dass uns das gefällt, dass wir jemand haben, der, so wie du schreibst, einfach mal nichts sagt und Sachen aussetzt. Ich meine, einerseits hat man so diese hochpolitisierte Jugend, also Teile der Jugend, ja nicht alle, um Gottes Willen, was mit Fridays for Future und so weiter. Und andererseits hat man einen viel größeren Teil der Bevölkerung ja auch, der sagt, oh, nö, jetzt mal bloß nicht so viel verändern und so. Und ja, irgendwie, es kommt irgendwie an. Ich kapier's nicht. Also es macht mich fertig. Versteh's nicht. Versteh's nicht. Aber ja. Sieht ja momentan alles nach Ampel aus. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich die Ampel. Also ja, natürlich. Die Jamaika jetzt mit Laschet als Kanzler, ich glaube nicht, dass dazu kommt. Aber. Ach. Ich meine, was soll denn eigentlich eine Ampel, also mit SPD, FDP und Grünen, was soll da eigentlich rauskommen? Also. Was soll da rauskommen? Also, wenn wir jetzt zum Beispiel Mindestlohn nehmen, wo ja. Oder Vermögensteuer, wo sich SPD und Grüne ja einig waren, dass sie das unbedingt haben wollen und dass sie das auch ganz, ganz wichtig ist und dass sie es unbedingt brauchen, will die FDP nicht. Und so kann man ja ganz viele Sachen machen und durchgehen im Wahlprogramm. Und dann nimmst du dir. Also, ich stelle mir das am Ende dann so vor: Die machen eine Koalition und jeder hat dann so seine Ministerien und am Ende wird dann SPD sagen, wir konnten den Mindestlohn nicht erhöhen, weil die FDP das nicht wollte. Die Grünen werden sagen, wir konnten nicht früher aus der Kohle raus, weil es die SPD nicht wollte. Und die FDP wird sagen, wegen den anderen beiden bekommen wir keine Flugtaxis. Also, weil mir jetzt gar nichts anderes einfällt, was die FDP will. So. Und deshalb wird das wahrscheinlich am Ende eine Koalition, die 4 Jahre dem anderen immer den Grund gibt, warum irgendwas nicht funktioniert. Das wäre so meine Grausvorstellung. Ich hoffe, ich liege damit nicht richtig, weil, also auch wenn es jetzt nicht meine Parteien sind, obviously, trotzdem will ich ja, dass sich was zum Guten ändert. Oder zumindest irgendwie ein bisschen ändert. Und ich habe irgendwie nicht, aber nicht die Hoffnung, dass es tatsächlich mit so einer Koalition passieren kann, wo sich die Partner so entgegenstehen. Wir hätten echt so ein. Also entweder wirklich eine Veränderung gebraucht mit Rot-Rot-Grün. Aber das lag ja an uns, dass es nicht passt, muss man auch sagen. Und die anderen hätten uns wahrscheinlich auch nicht wirklich in der Regierung haben wollen. Also SPD und Grüne waren ja nicht wirklich begeistert, als es darum ging und haben nicht offensiv gesagt, wir wollen das. Aber so ist das jetzt wieder nichts Halbes und nichts Ganzes. Felina Fuchs, hi! Schön, dich hier zu haben. Der war so wunderbar unaufgeregt. Vielleicht mögen wir Deutschen das. Ja, vielleicht. Boah, wir sind richtige Langweiler, oder? Ach, Mann, ey. Naja, aber es war auch so, als ich im Wahlkampf immer wieder gesagt habe, boah, wir müssen viel aggressiver sein, lass mal hier vielleicht auch mal so eine richtige Kampagne machen, so mit ein paar kleinen Flugblätterchen, so von wegen, kennen Sie diese Frau und dann Bild von der Karliczek? Nein, 1 Million Schüler im Land auch nicht, weil einfach nichts gemacht hat in ihrer Amtszeit. War Bildungsministerin, nur falls es niemand mitbekommen hat, wie. Wahrscheinlich niemand. Aber hieß es dann, nein, wir haben schon das häufiger versucht und das kommt überhaupt nicht gut an bei den Leuten. Ja. Vielleicht hätten wir es machen sollen. Oder vielleicht bin ich aber auch zu unerfahren. Ich habe jetzt nicht wirklich viele Wahlkämpfe in meinem Leben gemacht, also so organisiert und sowas. Vielleicht ist es auch wirklich so, dass es einfach beim Gro den Großteil der Leute abschreckt. Und dann muss man das eben auch akzeptieren. So. Jetzt muss ich mir kurz nochmal. Gucken, die will ich jetzt wieder zu Trägern machen. Und dann. Oh, shit. Sollten wir uns mal. Was geht? Arbeitsscheue. So, wunderbar. Ist denn hier soweit alles gebaut? Ja. Oh, der kommt hier oben ganz schön näher. Das gefällt mir nicht. So, der ist auch durch.
Mach mal nochmal zwei Angeln bitte. Nochmal ein paar Spitzhacken. Was ist hier? Okay, da habe ich gerade die Eisenschmelze nochmal gebaut. Okay, gut. Fischer. Wir brauchen Fisch. So, auch wenn man das jetzt hier nicht so ganz sieht, da wird ja hoffentlich bald jemand kommen, jawohl. Ach, der Förster ist fertig. Halleluja. Das war vorhin die Nemesis. Gut. Wir werden hier drüben auch nochmal einen Turm brauchen, um nicht unser Land zu verlieren. Das lässt sich jetzt nicht vermeiden. Es läuft nicht rund. Also es läuft einigermaßen, aber nicht so rund, wie ich mir das gewünscht hätte. Das ist der traurige Haufen mit unserem Helden hier. Dem habe ich am Anfang losgeschickt, über die Karte zu gucken, wo der Gegner sitzt. Er ist einmal quer durch den Feind gelaufen und kam zurück. Sehr malträtiert, aber er hat es geschafft. Dabei hatte ich ihn schon abgeschrieben. Fast so wie die Deutschen, oder die NATO, die Demokratie in Afghanistan. Politischer Witz. Kabarett. Ja. Naja, auch so ein Thema, über das wir mal reden könnten. Habe ich heute übrigens einen Soldaten angesprochen, den ich kenne, ob er nicht mal Bock hätte, so ein Ding machen. Soldat und Linker unterhalten sich in einer Talkrunde. Machen wir hier auch hin und wieder auf dem Kanal. Und ja, Steffen 007 Bond, guten Abend. Kaum Gefühl auf. Ja, ich habe vorhin gesagt, ich habe es mit meinem Cousin früher PC neben PC in der Garage gespielt. Ja, ist auch schon wieder. Gott, 20 Jahre her, ey. Meine Güte, ich werde alt. Ja, aber geiles Game. Und ja, gut, ich muss sagen, ich bin ganz schön eingerostet. Also ich merke es, es läuft noch nicht so. Aber ja. Mal sehen, vielleicht habe ich ja ein bisschen Glück und der Gegner gibt mir etwas Zeit. Oh, ich muss den Arbeitsbereich mal wieder ändern. So, wir hatten angefangen, oder angefangen, wir haben jetzt schon ziemlich viele Minen gebaut. Die sind auch alle soweit besetzt mit Arbeitern, mit Siedlern. Das Problem ist nur, die haben nichts zu fressen. Das habe ich verbummelt, habe ich viel zu lange für gebraucht. Und ja, keine Ahnung, das ist eigentlich geil, also gute Minen, viele auch, aber nichts zu fressen. Ich muss also jetzt hier schnell diesen Fisch hochziehen und dann gucken, ja, eigentlich müsste ich überall alles anfangen, auch mal Waffen und so weiter, aber ja, wenn du halt da einmal so den Wurm drin hast, dann keine Chance. Ja, verlass dich nicht auf deinen Gegner. Nee, auf keinen Fall. Ich meine, du bist jetzt auch später dazu gekommen, glaube ich. Es war am Anfang das Problem, dieser Förster hier, den hatte ich hier oben gebaut. Und dann haben die den bis 98% planiert und haben einfach aufgehört. Die haben einfach nicht weitergemacht. Ja, klassisches Siedler 3-Ding. Du weißt nicht, was los ist. Und dann habe ich Bau gestoppt, Bau höchste Priorität und so weiter. Nichts ging. Und dadurch, dass sie das nicht fertig gemacht haben, sind sie aber auch nicht woanders hingegangen und haben gebaut. Und ich konnte das Problem nicht lösen. Und irgendwann, bis ich dann mal auf die Idee kam, den einfach abzureißen, naja, war ich eben schon im Hintertreffen. Und das muss ich jetzt irgendwie aufholen. Ja, deshalb, mal schauen. So, ich glaube, ich muss trotzdem meine Waffenschmiede bauen, damit ich zumindest da mal was geht in die Richtung. So, Waffenschmiede. Die machen wir hier oben hin. Ich habe euch durch die Rezo-Reaktion gefunden über YouTube. Ja, geil! Cool, das ist ja toll. Das finde ich geil, wenn das wirklich so ein bisschen sich darüber aufbaut. Diese Rezo-Videos, die wir gemacht haben, die haben tatsächlich echt auch dem Kanal so ein bisschen geholfen. Also dem YouTube-Kanal. Wir sind, was so soziale Medien angeht, echt super schlecht aufgestellt bei den Linken, muss man einfach sagen. Weiß nicht, ob das hier jetzt am Ende der Schlüssel ist, aber ich glaube, es ist zumindest mal was anderes, dass man so, ja, entweder einfach nur spielt oder wie heute so ein bisschen spielen und während dem Spiel noch Zeit hat, um über Politik zu reden, dann gerne. Aber mal sehen, wo es hinführt. Ich mache das gern weiter und ja, also es ist zwar die linke Barnim in Brandenburg, falls ihr von wo ganz woanders zuschaut,
Aber schlussendlich habe ich auch einen von den Grünen bei uns dabei, der hin und wieder mitspielt. Und ja, dann, wie gesagt, wenn ihr mal Bock habt oder sowas, dann kriegen wir uns bestimmt auch irgendwie vernetzt. Kein Problem, können wir auch mal zusammenspielen. Ich habe vorhin gesagt, mein Cousin, mit dem ich in der Garage gezockt habe, wir wollen hier auch mal jetzt bald mal wieder so mit menschlichen Spielern gegeneinander oder miteinander spielen, mal gucken. Und vielleicht kriegen wir auch mal eine größere Multiplayer-Runde hin, die man dann streamen kann. Da hätte ich auch Bock drauf. Nein! Er hat meinen Turm zerstört. Ja, ich habe die fucking Grenze da oben nicht. Oh, das wird nix, Leute. So, mach schneller, los. Fuck. Gut, ich muss jetzt mal ein bisschen Prioritäten setzen. Die Kaserne, komm. Auch die muss hier jetzt. Shit. Was haben wir denn hier noch? Bleibt dran. Geniales Spiel, Gus. Ja, hi, Gus. Lass mal Multiplayer spielen. Ja, bin ich dabei. Habe ich gerade gesagt. Uplay-Name. Machen wir dann. Gold, Eisen, Kohle. Fehlt noch was davon. Blöd. Ne, Gold, Eisen, Kohle habe ich. Also, ich habe zwei Goldminen. Die haben wir auch schon hier, ne? Ich habe mehrere Kohleminen, ich habe drei Eisenminen. Ich könnte hier noch eine Eisenmine hinsetzen. Komm, das machen wir einfach mal. Also Minen habe ich genug, mir fehlt's an Fressen. So, jetzt habe ich hier endlich den Fisch mal so ein bisschen. Und ich werde jetzt auch erstmal den Fisch an alle verteilen, das kann man ja machen. Oh, noch eine Angel. Mach doch deine Kackangel. So. Scheiße. Ah, das ist nicht gut hier. Ja, ist auch ungewohnt, ne? Einerseits so mit den Leuten zu palabern und dann gleichzeitig zu spielen, das muss man auch erstmal hinkriegen. Also Respekt vor den Leuten, die das da wirklich auf einem ganz anderen Level nochmal hinbekommen und bei einem viel schnelleren Spiel. Ja, Mann, mach ich. Mein Cousin. Ja, die Musik ist geil, oder? Also ist nicht diese klassische, die ich immer im Kopf habe bei Siedler 3, aber das ist irgendwie was in dieser History Edition dabei ist. Aber die wechselt auch, also es gibt auch noch andere. So, der Turm ist fertig. Halleluja. Das war wichtig. Und damit wir den Gegner mal besser sehen, was er so treibt, bauen wir auch immer ein paar Aussichtstürme. Die mache ich aber nicht auf hohe Priorität. So. Fangt ihr bitte Fische? Das sind viel zu. Ey. Hier springen überall rum und ihr kriegt es nicht auf die Kette. Unfassbar. Ja, also wie gesagt, wenn ihr mal Bock habt, irgendwie zu zocken, schreibt uns einfach an. Facebook am besten. Da brauchen wir ja nicht irgendwelche allzu viele persönlichen Kontakte austauschen. Gerade übers Internet und sowas. Die linke Barnim. Einfach eine Nachricht schreiben, ich lese das dann da und dann können wir uns verbinden. Dann können wir gerne auch mal eine Multiplayer-Runde zocken, hätte ich Bock. Und Gus, wir beide kriegen das so hin. Wir schaffen das so. Da habe ich gar keine Sorge. Dann nehmen wir deinen Bruder auch noch mit dazu und dann sind wir schon mal drei und dann gucken wir mal, wie viele Leute sich noch anschließen. Ist die History Edition auf dem Uplay Store? Gab es mal auch relativ günstig, ist immer wieder mal im Angebot. Ich glaube, die kostet aber auch nicht die Welt. Weiß ich jetzt aber gerade auch nicht auswendig. Müsste man mal schauen. So. Mittleres Wohnhaus. Ein großes dauert zu lange. Ist das nächste. Haben wir noch genug Stein? Stein? Ja, passt. Ah, vielleicht waren es auch zu viele Fischer zu nah beieinander. Keine Ahnung. Ist jetzt so. Also gut. Plan. Turm vom Gegner oben. Ja. Ich kann hier nicht weglaufen. Ich habe nur die beiden Türme und wenn ich jetzt wegrenne, dann kommt wahrscheinlich der Orangene und stürmt hier ran. Das ist gerade echt beschissen. Aber die Waffenschmiede ist durch.
Die Kaserne ist fertig, das heißt, hier kommen schon die Eisensachen. Das müsste jetzt bald passen. Ja, ich bin echt eingerostet. Ich hätte ja auch anstatt irgendwie die Kohleminen zu machen, nur Eisen und Gold machen können und diese Köhler machen können für die Römer. Die können doch diese Bäume irgendwie verheizen. Also die nehmen die Bretter und machen daraus dann Kohle, brauchen halt unglaublich viele Bretter. Das hätte ich auch machen können. Na gut. Beim nächsten Mal. So, aber noch gebe ich nicht auf. Der Gegner, ansonsten brauchst Krieger. Ja, ich weiß, Mann. Ich versuche alles. Ursprünglich war ja der Plan, sehr schnell Krieger zu bekommen und den Gelben dann einfach, also ich mach mal die Karte hoch, den Gelben dann einfach schnell wegzurushen, das Land quasi mehr oder weniger aufzugeben, sondern einfach nur als Puffer zu haben und sich dann ausbreiten zu können. Ja, und dann passierte mir die Försterkacke. Dieser Förster ist an allem schuld. Ja, von dem her. So. Ja, mal schauen. So, die Aussichtsturm sind fertig. Das heißt, ich kann ja schon mal sehen, was hier passiert. Das ist nicht schlecht. Boah, der hier viel Waffen. Die Kaserne ist nicht. Hab ich irgendwo noch. So, jetzt habe ich Diebe gemacht. Wenn das klappt, dann geil. Ich renne jetzt rein und versuche dem die Waffen zu klauen, bevor die Kaserne fertig ist. Wir werden sehen, ob das klappt. So, wunderbar. Hier kommt der nächste. Das Ding wird fertig gebaut. Das hat schon alles an Material. Wunderbar. Was machen wir als nächstes? Abwiesen. Der Förster hat Julia gefunden. Blick ich nicht, der Förster hat Julia gefunden. Müsst ihr etwa auf Dinge anstoßen, die wir in diesem Chat überhaupt nicht besprechen wollen? Wir wollen hier doch nicht ins Sexuelle ausarten, oder? Fuck, der baut hier oben den Turm, okay. Ja. Oh. Nein! Oh. Ja, ja, lauf. Ich habe die Diebe vergessen. Ich bin in meinem Kopf überall, aber. Ich glaube, ich hab's gepackt. Du wirst doch nicht in meinem Land meine Jungs angreifen. Na, okay. Sehr gut. Ja, das ist das Problem. Also für die, die den Anfang verpasst haben, wir spielen quasi sechs Spieler, inklusive mir. Und jeder gegen jeden. Also was für mich jetzt ein Vorteil ist, weil die sich da nicht verbinden, aber ja. Es hat geklappt, ich konnte ein paar Waffen erbeuten. Nice. So. Ach, das 8-jährige Mädchen, was in Tschechien vermisst war, 2 Tage allein im Wald, kam in den Nacht. Ah, oh, top aktuell, Wahnsinn. Ja, stimmt, dann ist er fast ein Held. Er ist ein Held. Guss, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Genial. So, hier unten ist das Ding fertig, wunderbar. So, als nächstes, ich brauche Nahrung. Oh Gott. Boah, wo baue ich die Scheiße hin? Komm, du hier mit deinem Arbeitsbereich bitte hier oben. Oh Gott, ich hasse es, wenn du so wenig flaches Land hast für diese Getreidetypen. Die kriegen dann einfach nicht wirklich was produziert. Der hier kann dann hier machen. Oh Gott. 3. Habe ich 3 Stück jetzt? Ja, ich brauche noch einen 4. Komm hier. Und ja, hier mal. So. Wie viele Sensen habe ich denn? 1. Gut. Mach bitte. So, also ich habe jetzt schon mal ein paar Krieger. Das ist nicht schlecht. Ich muss hier drüben allerdings noch mal einen Turm bauen. Das ist nicht gut. Eigentlich hasse ich das, so viele Türme zu haben, wo der dann an unterschiedlichen Stellen angreifen kann. Ich kann natürlich aber auch einfach mal, wenn es zeitlich noch reicht. Ah, ich war zu langsam. Ich wollte mir den snacken. Aber geht nicht.
Alter, war das schlecht. Lauf, 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 der ist doch frei. Da ist noch keiner Ey, wenn ich den einnehmen kann ohne Widerstand, das wäre der absolute Hammer. Ich würde mich totlachen. So, okay, die Dinger hier werden gebaut. Oder zumindest wird angefangen zu planieren. Der. Bitte hier machen. Oh, fuck, komm, ey. Mach du hier. Ja! Was ist los? Hat der zu viel Türme gebaut? Oder? Na, oh nein, da kommt einer. Der war nur zu lange unterwegs. Los, 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 los. Los, ihr Pfeifen! Los, los, lauft weg, lauft weg, lauft weg, lauft weg, lauft weg. So, jetzt seid ihr in meinem Land. Das ist nicht gut für euch, oder? Ja. Yep. Geil. Mann, ich will doch den Turm abreißen. Ich will den doch gar nicht. Jawohl. Das hat geklappt, oder? Wahnsinn. Das hat geklappt, Leute. So, hier passt auch soweit. Ey, wie krass, der hat schon diese höchste Stufe. Und ich habe noch nicht mal angefangen, irgendwas zu machen. Oh, diese Weinsachen, ich habe die total vergessen. Scheiße, ja, also man muss für die, falls es echt Leute gibt, die es nicht kennen, du musst verschiedenen Alkohol an die Götter opfern oder an deinen Gott, um dann bessere Leute zu bekommen. Und ich soll vielleicht auch mal ein Lager bauen. Ey, fuck. Auf jeden Fall erstmal den Wein, oder die Römer ein bisschen Wein opfern und dann kannst du da bessere Soldaten kriegen. Ja, naja, gut. Das habe ich jetzt verbockt. Kann ich jetzt auch nicht machen. Ich brauche erstmal dieses Getreide und das ganze Zeug. Ah, Platz. Na ja, komm, planieren könnt ihr hier hinten schon mal irgendwelche Lager, da sind die sicher. Läuft überhaupt nicht. Naja, gut. Wir haben da oben mal ein bisschen Rabatz gemacht. Die Truppen mal wieder hier hinschicken. Habe ich zu wenig Siedler? Liegt es daran? 40 Autorekrutierung, das geht noch. Das ist nicht gut, aber auch nicht schlecht. Ha. Na, meine einzige Hoffnung ist ja, dass die beiden sich hier so in der Orangen und der Gelbe sich in Schach halten. Schmelze gebaut. Ja, ich habe zwei Schmelzen. Eisenschmelzen. Ich habe ja auch genug Minen. Ich habe nur zu wenig Fressen. Das ist das Problem. Wenn ich jetzt das mit dem Essen auf die Kette kriege, dann müsste das laufen. Ja. Sogar die Goldschmelze, aber da habe ich das Lager vergessen. Und das heißt, dieses Goldding, diese Barren, die müssen eingelagert werden, damit er Platz hat und wieder neue machen kann. Und die habe ich natürlich auch vergessen. Wahnsinn, wirklich. Also total rausgekommen. So ein Bullshit. Ah. Naja, aber wäre ja auch langweilig, wenn es alles ganz glatt laufen würde, ne? So, interessant ist, wir haben den gelben, wir haben den orangenen, wir haben einen grünen Gegner und ich sage jetzt mal blau. Einen haben wir noch nicht gefunden. Ich denke mal, der wird dann irgendwo hier oben oder hier unten sein. Auf jeden Fall weiter weg. Ja, mal sehen. Gab es da nicht Felder für Weizen oder Reis? Ja, für Weizen waren die jetzt hier. Da unten habe ich einen gebaut und dann kannst du den Arbeitsbereich festlegen. Habe ich jetzt gemacht. Ich hoffe mal, das passt da. Ja, mal schauen. Floddergeograf. Hi, Floddergeograf. Ich hoffe, der Name passt so. Ich habe das schon eingestellt, dass die Kohleminen und Eisenerzminen dann erstmal Fisch bekommen. Ja, aber die kriegen alle die Kohle. Es kriegt trotzdem alle dann die Kohlemine und ja. Danke für den Hinweis. Goldmine bekommt jetzt erstmal nichts mehr. Ey, das kann doch nicht wahr sein, weil das 1% oder sowas mehr hat. Geht jetzt alle auf Fischer in die Kohleminen, die nichts machen können. Die fressen den einfach nur, weil ja die Goldschmelze nichts. Oh. Siedler 3. Wirtschaftskreislauf des kleinen Mannes. Fuckt mich das ab. Ja, guter Hinweis, danke. So, jetzt geht der Fisch auch woanders hin.
Flotte Geograf, der Kommentar war schon mal Gold wert im wahrsten Sinne. Meine Güte, Achtung, Rollwitze. So, können wir mit den Dieben noch was anfangen? Ja, gerne mal ein bisschen klauen. Gibt's irgendwas, was ich klauen kann? Also der Gelbe hat auch Probleme, oder? Der kriegt da ja auch ewig lang nichts gebaut. Ha. Da kommen nur die Diebe. Die Kaserne produziert auch nichts, die Waffenschmiede produziert bei dem auch nichts mehr. Na, ist okay. Pass auf, wir schicken die mal hier hin. Mal gucken, ob die da unten irgendwas finden, was sie mitnehmen können. Bei dem anderen dann. Hol dir im Berg noch ein bisschen Reichsgröße, Füße und haben Minen drin. Chance nutzen. Ja, komm, was soll's. Stimmt eigentlich. Lass ich mal kurz gucken. Das Ding ist gebaut. Das Ding ist gebaut. Das Lager hat auch soweit alles. Wo waren denn die anderen beiden? Hier habe ich einen, der hat alles im Material. Der braucht noch alles. Ja, mir fehlt an Siedlern, oder? Ich glaube, ich fahre nochmal ein großes Wohnhaus hoch. Weil eigentlich ist ja alles da. Also hier liegt das Holz rum. Hier auch am Sägewerk. Beim zweiten Sägewerk genauso. Also ich habe ja genug Zeug. Angriff später, wenn er nicht weiterkommt. Ja, beim Game sieht das nach Steinmangel aus, würde ich sagen. Dann fehlen die Materialien. Was war das? Ah, der hat selber ein Gebäude abgerissen, oder? Und jetzt kriegt er die Steine und kann sie woanders hinbringen. Alter, das ist noch eine KI gewesen. Hm? So, den Turm bitte auch voll besetzen. Ja, auch nicht so mein Ding. Normalerweise baue ich überhaupt nicht so Türme, sondern eher so Burgen und große Türme an einem Fleck, damit sie da dann sich kaputt rennen können und nicht diese kleinen Scheißtürme, aber ging jetzt alles nicht so. Was, der findet keine Steine mehr? Ja, dann soll er mal da drüben gucken. Unfassbar. Faulpelze. Aber hey, wer hat das geschrieben? Flotter Geograf schon wieder. Sieht das nach Steinmangel aus, würde ich sagen. Ja, gut gesehen. Weiß nicht, wie du das gemacht hast, weil ob das hier jetzt Stein oder Holz fehlt bei der Getreidefarm, könnte ich nicht sagen, aber sehr gut. Also der Stein hier ging auch sofort weg und wird in das große Wohnhaus gesteckt. Also passt. So, wir müssen auf jeden Fall das Reich da unten noch ein bisschen vergrößern, da habt ihr recht. So, die hier hinlaufen. Ich will nur noch ein bisschen warten. Hier, jawohl, die Lager sind fertig. Ja, sauber. Wichtig, weil wenn wir tatsächlich den Gelben angreifen wollen, und das sollten wir, da habt ihr recht, brauchen wir ein bisschen mehr Kampfkraft. Deine Chance, gegen die Schranken zu werden. Ja, also ich habe halt ein bisschen Bammel, wenn du gegen so viele Gegner spielst. Da ist ja noch der Orangene, dass ich jetzt den Gelben angreife, da durchlauf und er dann halt runtergeht und meine Türme hier einreißt. Das ist so ein bisschen. Braucht mehr Männer. Vielleicht bin ich aber auch zu defensiv. Vielleicht bin ich ein zu defensiver Spieler. Keine Ahnung. Ich meine, ey, wir können es ja auch riskieren, also. Ich kann jetzt auch meine Leute sammeln. Lass einfach die Türme besetzt. Ich meine, das hilft jetzt nicht viel, aber verschafft ein bisschen Zeit. Nehmen die Leute, die ich habe. Wie viel sind denn das? Und geh einfach mal los. Schauen wir mal, was rauskommt. 14 Schwertkämpfer, 3 Bogenschützen und 7 Schwertkämpfer. Kampfkraft von 38% ist halt lächerlich. Ah, guck mal, ein Kollege. Ah. Gus, wir sehen uns auf jeden Fall. Viel Spaß. Freut mich, wenn ich dich zum Spielen animieren konnte. So, was? Das sind, ja, das sind die Amazonen auch noch. Die sind als Computergegner echt garstig. Die sind einfach meistens richtig stark.
Okay. Oh, der hat schon die großen Tempel. Ja, aber hier gibt's nichts zu holen. Erstmal. Ja, ich bin noch zu schwach. Ich sehe das auch so. Also, mein Ding, Steffen 007 Bond hat recht. Ja, also eigentlich sollte man den jetzt wegsnacken, solange es noch geht. Wenn er gerade eine Schwächephase hat. Aber, ja, bisschen zu viel Risiko. Oh, hier ist noch ein Gegner. Hier ist der andere Gegner, den ich nicht gesehen hatte. Ja, geil. Das heißt, der hier ist der Einzige, der sich frei entfalten kann und alle anderen haben ein bisschen mit sich zu tun. Sehr schön. Oder mit sich, mit dem Gegner zu tun. Hahaha. Ja, also was beim Spiel echt immer wichtig ist, ist so die Fehleranalyse. Woran liegt es? Ich meine, klar, das erste Ding ist, ich habe jetzt zu wenig Fressen. Ich habe vier Fischer, die aber offensichtlich einfach nicht. Was machen die denn? Also im Sand findest du nichts. Sind doch alle mit dem. So, und du. Alter Lachs. Alter Lachs, den machen wir fertig. Hol jetzt da einen raus. Gut, was macht die Getreideproduktion? Das läuft, das läuft. Der hat die Materialien, der auch, muss aber noch 100 Jahre planiert werden. Das sind alles so beschissene Orte. Den würde ich am liebsten hier machen lassen, aber hier muss ich die Wasserwerke hinbauen. Gut, ich ziehe jetzt erstmal hier. Oh Gott. Gut, egal. Jetzt muss fleißig gebaut werden. So, wo macht der jetzt nochmal, wenn ich nichts kaputt mache? So. Dieser Sumpf dazwischen ist halt auch noch nervig. Aber gut, ist jetzt so. Schweinefarm. Schlachterei. Ja, 100 Kilometer auseinander, egal. Platzprobleme auch. So, kann man hier bei der Mine was snacken? Die Fischer dumm oder vorwärtsfaul, ich weiß es nicht. Ja. So, was macht der hier? Na, kann man auch nichts holen. Was baut er hier? Ein Weingut. Es geht einfach nichts. So, das Ding hier ist fast fertig, ja. Krieger stärker werden. Ja, also es gibt zwei Sachen, wie die Krieger stärker werden. So, jetzt habe ich erstmal Wein geklaut. Nicht, dass ich ihn schon irgendwie brauchen könnte, aber man nimmt, was man kriegen kann. Das ist das erste Ding. Also du müsstest so Wein anbauen, Weingüter, und dann diesen Alkohol opfern, damit du hier diese Krieger aufwerten kannst. Und dann ist noch die Offensivkraft eben, indem du Gold bekommst. Und das mit dem Gold, das mache ich ja so einigermaßen. Und ja, das andere muss ich jetzt dringend auch anfangen. Aber das Ding ist, man darf halt auch nicht zu viel auf einmal bauen. Sonst wird alles nur so halb gebaut. Man muss immer eins nach dem anderen machen. Und ich brauche jetzt Siedler, das läuft gerade. Und ich brauche Nahrung. Und das ist das andere, was jetzt läuft. Ich habe das mit dem Wein, das hätte man viel früher anfangen können, habe ich richtig verkackt. Weil wie ich dieser eine Förster da so rausgebracht hat und seine, ja, schwache Leistung, aber gut, ist so. Habe ich denn überhaupt noch genug Äxte und so Scheiß? Nicht, dass es daran am Ende scheitert. Axt habe ich noch. Gut.
Okay, die Getreidefarmen sind durch. Das ist wunderbar. So. Der Bäcker ist auch durch, muss nur noch gebaut werden. Der eine. Die Windmühle braucht noch. Okay, ja, scheiß drauf. Die Wasserfarm. Läuft, 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 läuft. Alles gut. Ich glaube wirklich, dass es die Siedler sind, die mir momentan fehlen. Also wenn dieses Ding hier fertig ist, die müssen wahrscheinlich rauskommen und alle losrennen wie die Irren. Hoffe ich. Nö. Oh, über dich lache ich kaputt. Oh. Wahrscheinlich der schlechteste Siedlerspieler, den ihr je gesehen habt. Mann, ey. So. Diebe zurück. Was ist denn? Ich habe doch die Anzahl der Siedler, der Träger auf 50%. Also. Ich hab. Die Sägewerke sind voll. Ich habe zwei Sägewerke, die voll sind. Also. Naja. Ach, ich glaube, ich weiß, was das Problem ist. Ich habe zu wenig Planierer und keine Schaufeln mehr. Ey, auf so eine Idee muss erstmal kommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Gut soweit. Bist doch gut. Nicht runter machen. Ey, danke, Mann. Danke, danke. Das ist die Motivation, die ich brauchen kann. Ah. Gut, aber ich glaube, bleibt nichts anderes übrig, als erstmal so ein bisschen jetzt zu warten, bis das alles gebaut wird. Und es wird jetzt gebaut. Hier unten ist noch ein Berg, komm. Mal Türmchen bauen hier. So, hier oben baut er auf jeden Fall keinen neuen Turm. Das hat ihn echt abgeschreckt. Das heißt, hier oben sind wir ein bisschen safe. Da brauche ich jetzt nicht groß sichern. Könnte also jetzt noch mal ein paar Pioniere machen und hinten mir das Land holen. Einfach um ein bisschen diese Platzprobleme loszuwerden. Er hat einen Fisch! Er hat einen Fisch! Habt ihr es gesehen? Es ist der Wahnsinn. Herrlich. Großartig. Boah, ich sag's euch. Wir wetten, wenn die Sache mit dem Essen jetzt läuft, dann ziehen wir richtig, richtig ab. Okay. Alter, baut ihr nochmal ein Wohnhaus? Ist das da oben nicht. Das ist die Frage, ist das da oben nicht fertig? Und er hat irgendwie als KI gedacht, ich brauche aber Siedler. Ja doch Siedler. Und baue jetzt halt dafür ein Wohnhaus, obwohl das andere noch nicht fertig ist. Und jetzt baut er mit dem Holz, das er hat. Keine Ahnung. Wir werden es gleich sehen. Was ja bei sowas auch immer toll ist, wenn man. Wo sind meine Diebe? Wenn man dem quasi die Baumaterialien wegnimmt, wenn sie da sind, dann kann er es nicht zu Ende bauen. So. Komm, ich fange jetzt trotzdem mal an, das muss ja auch gemacht werden. Hier, das ist das Weingut. Das, wenn man das am Hang platziert, ist jetzt blöd, dass hier die Bäume sind, aber was soll's. Pass auf, nee, ich reiß das nochmal ab. Was ist denn hier hin? Hier sein Arbeitsbereich. Das muss dann so Bergen gemacht werden, dann ist das effektiver. So hatte ich, habe ich das irgendwie noch im Kopf. Ich hoffe, es stimmt. So, der irgendwie hier, hier, ja, so mal drei Stück gemacht. Sollen sie jetzt mal hier auch noch bauen? Materialien sind genug da. Wir müssen nur abholen, Leute. Ja, da ist Stein. Na, nee. Ist mir
so riskant. Ich stelle die hier hin und dann hole ich mir das Getreide oder sowas. Kann ja auch nicht schaden. So. Ah, hier unten brauche ich jetzt so einen Krieger. Ja, ich weiß, ist keiner in der Nähe. Kommt schon einer. So, ist jetzt hier alles durch? Jawohl. Ey, es wird schon das erste Brot gemacht. Jetzt läuft's. Jetzt läuft's. Gut, das heißt, ich kann... Schweinefarm. Ich kann den Fisch wieder ein bisschen umstellen, um die Kampfkraft zu erhöhen. So. Komm, ich baue einfach noch Kohleminen. So, wenn das hier ist, dann kann ich hier noch mal eine Eisenerzmine machen. Passt doch. Wenn ich wieder online bin mit 7.3, bist du mal... okay, pass auf. Da ich das hier ja nicht mache, um irgendwie Geld zu verdienen oder sonst irgendeinen Unfug. Ich mache das Social-Media-mäßig für unsere Partei. Ehrenamtlich, freiwillig, kann ich es gar nicht sagen, immer wenn ich Zeit habe. Freitag machen wir so ein React zu einem Video von Pizmeat, falls du die kennst. Und dann muss ich schauen, in der Woche darauf irgendwie. Am besten, wenn du magst, folg einfach dem Kanal, dann kannst kündige ich das immer an, über die E-Mail dann, über die Stream-Info, die man da irgendwie bekommt. Und ansonsten, ja, weiß ich nicht, auf unserem YouTube-Kanal, die linke Bar nehmen, lade ich die Sachen noch immer hoch und kannst du, wenn du möchtest, auch ein Abo da lassen. Würden wir uns freuen, damit das Ganze auch wächst und ich auch meinen Kollegen zeigen kann in der Partei. Leute, das hier lohnt sich. Man kommt mit den Menschen in Kontakt, das wollen wir doch. Und es ist eine entspannte Atmosphäre. Von dem her, schön, dass du dabei warst. Ich werde auch nicht mehr so lange machen. Ich wollte eigentlich nur eine Stunde spielen und wie es bei Siedler ist, 1,5 Stunden sind es jetzt doch geworden. Aber so ein bisschen das Essen will ich noch klar kriegen und sowas und dann höre ich auch ganz bestimmt auf. In dem Sinne, schönen Abend dir und danke, dass du reingeschaut hast. Es geht jetzt ratzfatz. Ist das nicht der Wahnsinn? Ist das nicht der Wahnsinn? Also pass auf, machen wir es so, sonst kriege ich kein Ende. Ich werde jetzt noch, weil wir gesagt haben, wir reden noch über die Wahl, nochmal über einen Wahlsieger sprechen, der irgendwie auch doch kein Sieger ist. Über die Grünen. Lass uns noch über die Grünen reden und wenn ich die abgeknuspert habe, lassen wir es für heute gut sein. Ja, die Grünen zum ersten Mal mit einer Kanzlerkandidatin. Was ja damals auch absolut berechtigt war bei den Umfragewerten, die ja stabil waren für eine ganz lange Zeit. Und jetzt mit einem wirklich wahnsinnig guten Ergebnis. Und trotzdem weiß ich nicht, ob ich die als Wahlsieger bezeichnen soll. Bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, ob die Grünen Wahlsieger sind, weil sie so unfassbar abgeschmiert sind. Also im Vergleich zu dem, wo sie mal waren, umfragemäßig, dass ich echt denke, also, was die im Wahlkampf also wirklich haben liegen lassen, das war so dilettantisch. Absoluter Wahnsinn. Und nichtsdestotrotz haben sie ihr Ziel erreicht. Es wird keine Regierung geben, bei der die Grünen nicht dabei sind. Und ich bin gespannt, was von den ganzen Sachen sie umsetzen. Ähnlich wie die SPD weiß ich einfach nicht, wie sie all ihre ambitionierten Dinge mit der FDP umsetzen wollen. Das ist echt so eine Sache. Ich meine, wenn die Grünen haben sie jetzt tatsächlich auch schon hingekriegt, jetzt schon anzukündigen, dass ja quasi die Bahn nur nicht funktioniert, weil zu wenig Konkurrenz da ist. Also man müsste ja quasi nur mehr Konkurrenz schaffen, dann würde die Bahn auch besser klappen. Klar, also das hilft immer. So what? Also ich glaube, die wollen da schlussendlich mehr für mehr Konkurrenz sorgen, anstatt die Bahn einfach mit genug Geld auszustatten, damit da endlich mal wieder was funktioniert. Es hat ja mal geklappt. Es gab ja mal im Ausland das Sprichwort, nach der Deutschen Bahn könnte man die Uhr stellen. Oder gab es auch bei uns. Und mittlerweile gilt das eben nicht mehr. Und da sollten wir aber wieder hinkommen, wenn wir wirklich so eine Verkehrswende schaffen wollen. Und ich bin wirklich gespannt, wo es mit den Grünen hingeht. Wahlmäßig
Ja, die Kandidatin, war die jetzt gut, war sie schlecht? Ich fand die Idee, war ja auch ziemlich, ziemlich Wellen geschlagen, als es hieß, ja, wir haben die Grünen quasi Annalena Baerbock aufgestellt, weil sie eine Frau ist. Und die anderen beiden waren eben Männer. Und da gab es das Ding, oh, nur weil die eine Frau ist, wurde die jetzt Kanzlerkandidatin. Das sehe ich nicht so. Also ich glaube, dass es geschickt ist, weil man, wenn man sich quasi allein von der Optik schon von den Gegenkandidaten abhebt, dass es Sinn macht. Aber sie haben einfach dann so viele Fehler gemacht. Also diese ganzen Plagiatssachen, was am Ende ja wirklich lächerlich war. Also es war ja nicht mehr wirklich Plagiate. Also ja, das, keine Ahnung, dann mit den Lebensläufen, das war einfach dumm. Naja, also sie haben echt viel verschenkt. Dann hat sie ja tatsächlich, die war ja hier bei uns in Barnim und hat gesagt, dass sie im Oderbruch ist. Als Brandenburgerin hätte sie wissen müssen, dass sie ist nicht der Oderbruch. Aber gut. Waren lauter so kleine Fehler, die sie haben als inkompetent erscheinen lassen. Und als Partei, in der du lange nicht in Regierungsverantwortung warst oder noch nie, wie wir zum Beispiel, darfst du dir sowas nicht erlauben. Da musst du wirklich von vorne bis hinten zeigen, hier passieren keine Fehler und wenn dann nur ganz winzig und auch nur einmalig. Und das haben die nicht hingekriegt. Die haben quasi es nicht geschafft, zu zeigen, ja, hier, wir können nicht nur Opposition, wir sind auch bereit, Verantwortung zu übernehmen und können das dann am Ende auch. Das haben die nicht hingekriegt und deswegen sind die meiner Meinung nach so abgeschmiert. Also abgeschmiert. Wie gesagt, tolles Ergebnis, aber insgesamt war es dann halt auch ein bisschen wenig. So. Was bist du für eine? Ja. Weiß nicht, was sagt ihr zu den Grünen? Seid ihr zufrieden mit dem Ergebnis für die Grünen? Was denkt ihr, was werden sie zuerst opfern? In Koalitionsgesprächen würde mich mal interessieren. Wenn ihr dazu dann irgendwie euch äußern wollt, entweder jetzt hier oder dann natürlich auf YouTube dann, wenn ich es hochlade. So, jetzt fahren wir hier nochmal eine Eisenerzmine. So, wir haben die Weingüter. Sehr schön. Jetzt können die Tempel noch gebaut werden. Es läuft. Es läuft. So, hier habe ich nochmal zwei Getreidefarmen gebaut. Und ich glaube, ich brauche noch eine dritte. Sehr gut. Okay, ich habe gesagt, nach den Grünen machen wir Schluss und es ist wie immer bei Siedler, man denkt, man will noch, man sollte vielleicht noch. Aber wir haben. An was fehlt es denn momentan? Es fehlt an Eisen. Eisen kommt momentan nicht mit. Das heißt, ich werde den Fisch nochmal umstellen, dass der nur an die Eisenerzmine und an die Goldmine geht, zu gleichen Teilen. Schweinefarm. Also wir brauchen auch noch eine zweite Schweinefarm. Die baue ich hier auch noch hin. Zusammen mit den drei neuen Getreidefarmen sollten die das auch locker packen können. Ja, und dann würde ich sagen, auch wenn ich wirklich Bock habe, aber es wird sonst zu spät, ich muss morgen raus. Würde ich sagen, lassen wir es damit bewenden. Und speichern den Spaß. So. Alles klar. Spiel pausiert. Können wir kurz nochmal reden? Also wir haben es jetzt nach anfänglichen Schwierigkeiten hinbekommen, dass die Nahrungsmittelproduktion einigermaßen anläuft. Fisch haben wir mit vier Fischern ausreichend. Das sind einfach zu viele Minen für, glaube ich, das war der Fehler. Zu viele Minen gebaut am Anfang. Dann haben wir jetzt, glaube ich, dann auch mit vier, sieben Getreidefarmen dann auch wirklich gut Getreide, wenn das alles so läuft. Werden vielleicht dann nochmal eine Mühle und nochmal zwei Bäcker ransetzen. Ich denke, das läuft dann, das passt dann. Wir werden nochmal eine Waffenschmiede brauchen, damit das ein bisschen schneller geht.
Und dann möchte ich beim nächsten Mal eigentlich relativ zügig den gelben niedermachen. Und ja, wenn sich's anbietet, dann natürlich auch den orangenen, aber das wird man sehen. Wein wird angebaut. Schon sehr fleißig. Das geht bei den Römern super schnell. Das ist nicht so schwierig wie bei den Asiaten oder, vor Gott bewahre, bei den Ägyptern. Das ist wirklich ein Graus. Sollte also auch schnell gehen, dass unsere Leute dann hochgelevelt werden und dann machen wir sie fertig. So, wir haben politisch dann die Wahl besprochen, was CDU, SPD und Grüne angeht. Die Grüne ein bisschen wenig, aber ich weiß einfach nicht so genau, was ich da sagen soll. Also die haben echt ein Thema gehabt, was eben sehr wichtig ist und wo man ihnen von Natur aus Kompetenz zuspricht. Unser Wahlprogramm war eigentlich sogar besser als das Grüne. Wurde auch von vielen Leuten so bestätigt, also in Sachen Naturschutz oder Klimaschutz, Entschuldigung. Und trotzdem sind wir damit nicht durchgedrungen, haben sogar viele Wähler an die Grünen verloren. Das muss man auch gucken, woran das liegt. Ich glaube einfach, dass es tatsächlich so ist, dass viele, ja, dass Parteien einfach manchmal von einem Großteil der Bevölkerung Kompetenz zugesprochen bekommen, obwohl es nicht unbedingt sein muss, dass sie die da ausschließlich haben. Ja? Zum Beispiel, dass man eben bei den Grünen sagt, Klima. Bei CDU, die sind immer Wirtschaftsexperten, obwohl man sich anguckt, was mit der Digitalisierung ist und wie wichtig das ist für die Wirtschaft, wie wenig da gemacht wurde, würde ich das denen eigentlich absprechen. Aber es sind einfach so Sachen, die haben sich in der Bevölkerung so festgefahren. Vielleicht ist die grüne Farbe und bei den anderen die rote Farbe, dass man sagt, die müssen sozial sein oder sowas. Ja. Schreibt mir auch gern dazu, was ihr dazu meint. Würde ich dann allerdings bei YouTube dann quasi schauen und vielleicht später beim nächsten Mal hier im Stream beantworten oder da schon auf YouTube. Und ja, dann beim nächsten Mal spielen wir weiter. Am Freitag allerdings, wie gesagt, eine Reaktion auf ein Video von PietSmiet zum Nutri-Score. Das ist ein interessantes Thema. Und dann der Woche darauf auf jeden Fall wieder Siedler 3. Das Spiel hier müssen wir zu Ende kriegen. Ich bin jetzt auch in einer besseren Hoffnung, dass wir hier vielleicht was reißen können. Ja. Und dann wäre ich froh, euch wieder dabei zu haben. In dem Sinne sage ich adieu, ciao, bye bye. Wir sehen uns. Ciao.